Denkt dran, Leute, unbedingt, wenn ihr uns abonniert, unbedingt hier diesen Haken reinmachen, unbedingt hier draufdrücken und dann aufspeichern und dann seid ihr super cool! Jo Leute, was gab's? Drops hier, back am Start für Snatchcon zu weiterem Gameplay. Kommt schon hier von meinem Anonymous Kanal-Channel. Und das war's zum Gameplay. Und zwar seht ihr heute eine Schädelbrecher-Nuklear. In Englisch eine Skull-Splitter-Nuklear. Auf jeden Fall ein krasses Gameplay. Das ganze ist vom Gästespiel, von dem kam jetzt, glaube ich, 4 Monate oder 3 Monate kein Gameplay mehr. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ist immer noch im Clan, aber es kam so lange kein Gameplay halt von ihm. Und wie gesagt, krasses Gameplay auf Combine mit dem Schädelbrecher natürlich. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 Kills gemacht mit der Farmers. Weil ist ja klar, es ist ja keine Schildbrecher auch nicht nuklear. Aber ich denke mal, so 2-3 Kills gehen auf jeden Fall in Ordnung, wenn er die mit der FAR gemacht hat. Wenn er zum Beispiel in brenzlichen Situationen auf der Distanz war, da zum Beispiel mal ab und zu einen Kill mit der FAR gemacht. Das waren, glaube ich, lass mich lügen, maximal 3 Kills auf jeden Fall. Aber das soll nicht zur Sache tun. Meiner Meinung nach ist trotzdem ein krasses Gameplay. Und wie gesagt, schaut bei ihm in der Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link und würde ihn auf jeden Fall freuen. Er hat jetzt auch, glaube ich, schon über 1000 Abonnenten deswegen, aber ihr könnt natürlich noch weiter abonnieren. Wäre auf jeden Fall richtig nice, Jungs. Und ja, ich habe euch das Gameplay auch nochmal auf so 5 Minuten geschnitten, dass das Ganze erstens für mich leichter ist und zweitens mehr anschaulich ist, weil ich glaube, einen 7 bis 8 Minuten Gameplay, wenn er manchmal nur kurz wartet oder so, bis ein Gegner kommt und so, ist nicht so anschaulich. Deswegen habe ich es euch ein bisschen geschnitten. Das ganze Gameplay könnt ihr auf jeden Fall auf seinem Kanal abchecken. Ist, glaube ich, der 3. oder 4. letzte Upload auf seinem Kanal. Deswegen, falls euch irgendwas wundert, dass da ein Cut ist oder so, ich habe auf jeden Fall das Gameplay geschnitten an den Stellen, wo er nur 2 Kills in einer Minute oder in 2 Minuten gemacht hat. Deswegen auf jeden Fall nicht wundern und ja. Und heute wollte ich mal so drüber sprechen, was in Zukunft noch für Videocontent und so kommen wird, weil es dürfen die meisten Zuschauer auch interessieren, was für Videos wir ab sofort wieder bringen werden und so. Und zwar werden wir ab sofort oder in Zukunft wieder öfters so Videos bringen, wie zum Beispiel die Octane-Kamo, wie man die nachmacht zum Beispiel. Weil wenn man sich das mal anguckt, das kommt mega geil an. Es hat jetzt 1600 Views, es steigt immer noch. Es hatte vor, lass mich lügen, wo das Gameplay eine Woche alt war, hatte das 1100 und jetzt nach einem Monat oder so hat es jetzt schon 1600, also es steigt immer noch. Ist auf jeden Fall richtig heftig, dass so Videos bei euch so mega gut ankommen und es erreicht vor allem auch andere Zuschauer, zum Beispiel nicht nur die Pubs von Pixelena, auch normale Zuschauer, die sich für Tipps und Tricks, zum Beispiel bei Call of Duty interessieren, oder der M27-Glitch, sorry auf jeden Fall, ein Versprecher hat auch jetzt schon 900 Views, ist auf jeden Fall richtig krass, dass so Videos so krass ankommen, deswegen werden wir auf jeden Fall so Videos auch noch machen demnächst, also wird wieder anfangen mit so Videos. Und natürlich kommen immer noch Pubstumping-Videos wie jetzt die letzten Tage oder letzten Wochen, das ist auf jeden Fall keine Frage, aber nur zur Info, dass so Videos auf jeden Fall auch jetzt kommen werden wieder. Wir haben auch vor, eine neue Serie zu machen, aber dazu sage ich jetzt noch nicht so viel, die wird auf jeden Fall die Tage kommen, dann muss ich noch das Video machen. Ist ein bisschen aufwendiger, deswegen müsst ihr euch auf jeden Fall gedulden, aber daraus werden wir eine Serie machen und es ist so ähnlich wie eine Montage, so kann man es vergleichen, aber kann man nicht richtig dazu sagen, was das genau sein soll. Und wenn wir uns auch noch einen Namen überlegen und so weiter, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, es wird vielleicht der nächste oder schon übernächste Upload sein und könnt ihr schon mal in den Kommentaren raten oder so, was das sein wird. Wird auf jeden Fall eine nice Serie, denke ich mal, nur ist ein bisschen mehr Arbeit zu schneiden und so weiter, deswegen keine Ahnung, was wichtig ist dazu, wird auch kein Commentary kommen. Also es wird nur mit Musik hinterlegt sein und deswegen aber werdet ihr dann da sehen, wenn ihr die Serie seht. Ich denke mal, ich könnte gut ankommen, aber mal schauen. Was ich auch fragen wollte, ob ihr Team Challenges von uns sehen wollt und jetzt werden sich die eine oder andere denken, ja, habt ihr von Ruina geguckt, bla bla bla. Aber Ruin hat das Ganze erst am 28.03. hochgeladen und wir haben, also ich habe mit ein paar anderen Clan-Kollegen schon am, glaube, 12. Februar oder so die erste Team-Challenge aufgenommen, weil wir wollten es schon mal machen. Ich kann euch auf jeden Fall einen Screenshot einblenden, wenn ihr uns das nicht glaubt, dass wir die Idee schon hatten und nicht abgeschaut haben, weil es geht nicht darum, dass Ruin das jetzt macht oder so. Es geht einfach darum, dass ihr dann nicht denken würdet, wir haben das uns von Ruin abgeschaut. Deswegen schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, der Screenshot werdet ihr jetzt hier eingeblendet sehen. Und dann würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit dem Video. Ich glaube, ich habe die 5 Minuten voll gelabert. Dann würde ich sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.